So, Hallihallöchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Fallout 76. Ich bin immer noch Yumika und heute absolvieren wir eine militärische Ausbildung, um dieses Ödland wieder aufbauen zu können. So, jedenfalls, wer sich jetzt fragt, welchen Charakter ich gerade spiele, das ist eigentlich mein Hauptcharakter, der verbuggt ist, der wo so ein bisschen nach Richtofen aussieht, wie ich hier finde. Und der Grund dafür, warum wir den spielen, ist, mit den anderen Charakter habe ich dieses Gebiet hier eigentlich schon gespielt gehabt. Aber ihr habt ja gesehen, wie die Videos, wie verpixelt die alle sind. Das ist echt grausam. Und das war ein 1-Stunden-Video, wo man nur Pixel gesehen hat. Also, da war es ganz extrem. Deswegen dachte ich mir, nee, das bringen wir jetzt mal nicht. Wir machen es jetzt einfach mit dem Charakter nochmal. Ist jetzt nichts Besonderes, was man sonst verpasst hat. Ein anderer Spieler hat das angegriffen. Wir haben ihn tatsächlich einmal gekillt und dann wollte er Rache und dann wurde er von dem Bot hier gekillt, weil er auf mich geschossen hat. Ziemlich lustig, aber egal, wir hören jetzt erstmal hier rein. In Camp McClintock werden seit 5 ruhmreichen Jahren US-Soldaten ausgebildet. Ihr seid die letzten Kadetten, die von waschechten menschlichen Ausbildern trainiert wurden. Also geht da raus und zeigt ihnen, dass der traditionelle Weg der beste Weg ist. Ich will, dass ihr... Darf ich unterbrechen, Sergeant? Das wäre dann alles. Danke, vielen Dank. Als Ihr Governor möchte ich sagen, wie unglaublich stolz ich auf alle Söhne und Töchter Appalachias bin, die heute hier ihre Ausbildung abschließen. Die Zukunft von Appalachia wird noch strahlender sein, als sie es schon ist. Denn ein neues Zeitalter der Automatisierung steht bevor. So werden neue Soldaten schneller und effizienter für den Einsatz an der Front ausgebildet. Heute aber ist Ihr Tag. Viel Spaß beim Feiern. Danke. Kadett, falls Sie nicht verschrottet werden wollen, schlage ich vor, dass Sie sich im Verwaltungsgebäude beim Master Sergeant melden. Oh, dem fehlt ein Auge. Sieh mal an. Ja, wir müssen zum Master Sergeant. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was. Egal. Ich weiß nicht, wie lang dieses Video sein wird. Das letzte war eine Stunde lang, aber ich denke, es wird eindeutig kürzer sein, weil in dem Video muss ich zugeben, da war auch noch Laufweg dazwischen, dann der Kampf gegen den anderen Spieler, bla bla bla, so ein Zeug halt einfach, ne? So, höhere Informationen, meine Zunge tut immer noch weh und deswegen höre ich mich immer noch komisch an wahrscheinlich. Sorry, ist halt so. Egal, wir gucken jetzt mal. Der andere Spieler hat uns hier aufgemacht. Hier ist normalerweise zu. Also wo ich hier war, war hier zu auf jeden Fall. Das nehmen wir noch mit. Das braucht man nicht, denke ich. Ich weiß nicht, wie wichtig Silber ist. Bis jetzt hat es für mich noch keinen Wert gehabt. Brauchen wir auch nicht unbedingt. So. Tja, was haben wir denn hier? Was in drei Teufelsnamen? Sie tragen keine Uniform, Kadett! Und Sie haben keinen Uniformgutschein? Sie werden mit Helm und Kampfanzug der Army oder überhaupt nicht zurückkehren! Okay. Ich wollte gerade noch sagen, beziehungsweise das habe ich im anderen Video auch schon gesagt, das erinnert mich so ein bisschen von der Redensart an diesen, wie auch da steht, Master Sergeant von diesem einen Film. Ich weiß nur leider nicht, wie er hieß, der Film. Aber der war einfach gut. Ich will ja eigentlich jetzt nicht spoilern, aber egal, den wird wahrscheinlich eh schon jeder gesehen. Da wird der Master Sergeant am Schluss abgeschossen und so. War ein guter Film auf jeden Fall. Egal, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Oh ne, das kennen wir ja schon. Das war ja in dieser Bahnstation war das auch schon. Was ist das? Oh, Uniform-Ausgabeprotokoll. Name Jackson Lawrence, abgeholt. Gutschein verloren. Na, guck mal an. Der Archibald Derrick hat seinen verloren. Kadett wurde losgeschickt, um Gutschein der Kaserne zu holen. Okay.
Suche in der Kaserne nach Private Archibalds Uniformgutschein. Okay, das ist optional. Wir könnten wahrscheinlich auch einfach den Helm aufsetzen, den wir bekommen haben. Aber ich habe die gute Hoffnung, dass wenn wir jetzt hier diesen Gutschein finden, dass wir saubere Ausrüstung bekommen. Das wäre nämlich sehr geil. Wir wollen ja natürlich der perfekte Soldat sein hier. Okay, das ist nicht, was wir suchen. Ja, Moment, ich gehe mal kurz hier rein. Hier dürfte der Werkraum gewesen. Ja, genau, hier ist der Werkraum. Perfekt. Dann kann ich schnell mal den ganzen Schrott hier zerlegen, dass ich nicht mehr überlastet bin. Das haben wir behalten. Okay, jetzt dürften wir ja nicht mehr überladen. Perfekt. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, die beim Kacken verloren. Da verliere ich auch die meisten Sachen hier. Oh. Oh, da ist noch ein Bier drin. Wie sieht meine an? Suche in den Kasernen. Was sind denn... Okay, ja, das sind Kasernen. Okay, verstehe. Komm, die Schraubenschlüssel, nimm mal mit. Der ist wichtig. Interessant, was die Soldaten alles so in ihren Kisten haben, ne? Oh, Uniform. Ah, ja, okay, das ist natürlich verloren. Also, ich verliere auch gerne mal was in meinen Privatsachen. Setze einen Helm auf. Sammle deine Uniform ein. Okay, wir müssen jetzt... einsammeln. Wo ist denn so ein Automat? Ich glaube, hier war gerade noch irgendwo einer. Ach egal, wir gehen rein. Da wissen wir, dass da eine ist. Uniform ausgegeben. Mist, auch dreckig. Egal. Wir haben es versucht und wir haben versagt. So. What the fuck? No! What the hell? Nee. Das sehe ich ja jetzt mal gar nicht, ne? What? What the hell? Ich krieg das nicht mehr weg. Hä, what? What? Was geht denn hier ab? Egal. Wir haben den Helm endlich auf, ne, toll. Jetzt müssen wir zurück zum Master Sergeant. Aber davor gehe ich nochmal hier rein. Mist, falscher Raum. Egal. Das war hier. Dann kann ich das nochmal zerlegen. Ich weiß nicht mehr, wie ich hochkomme. Ah, hier. Ihr merkt schon, es ist irgendwie seltsam, die gleiche Quest nochmal zu machen. Also, sie nochmal zu kommentieren. Ich kann sie nicht so kommentieren, wie ich sie beim ersten Mal gemacht habe. Ich denke, da war es ein bisschen besser. Also, ein bisschen eindeutig besser. Es ist einfach nicht meine Stärke, jetzt etwas nochmal zu spielen und es dann zu kommentieren. Also, wenn das Video etwas komisch ist, tut es mir leid, aber so ist es halt, ne? Genau das will ich sehen. In Schale geworfen und bereit für ihr Land zu sterben. Nein. Es gibt drei Trainingsübungen, die Sie absolvieren müssen. Treffsicherheit, Beweglichkeit und Patriotismus. Oh nein, Patriotismus, meine Schwachstelle. Sind unsere Parcours automatisiert. Überschätzte Säugetiere wie Sie können also nach Belieben antreten. Wenn Sie die Parcours zu meiner Zufriedenheit abschließen, geht es weiter mit dem richtigen Test. Wegtreten. Okay, alles klar, ich... Räum dann mal nur schnell so ein bisschen dein Büro aus. Ist ja okay, ne? Oh. Das können wir hacken. Aber ich bin extrem schlecht in Hacken. Ich lasse es mal lieber. Okay, wir müssen jetzt diese Parcours machen. Also wie schon erwähnt, ich habe diese Parcours schon gemacht. Deswegen ist es jetzt keine sonderliche Überraschung mehr. Aber diesen Pixelschrott wollte ich einfach euch nicht zeigen. Okay, man kann die Parcours ja gleichzeitig machen, oder? Holen Sie die Tanzschuhe raus, Hauptsack! Sie betreten meinen Beweglichkeitsparcours! Sie müssen jedes vorgesehene Hindernis
Boah, ernsthaft? Ist das... Wie jetzt? Hä? Das verwirrt mich. Ich bin doch drüben. Was will das System von mir? Ich bin verwirrt. Soll ich drüber springen oder was? Oder was will das? Egal, ich gehe jetzt einfach hier hoch. Ach so. Hey, das ist voll verwirrend, dass da so ein Teil jetzt einfach geblieben ist. Ach, komm. Okay, das ist assi. Nein! Oh mein... Oh, komm. Wie wird das wohl am PC sein? Das ist ja noch nerviger, oder? Ey, das schaffen wir nie. Und ich bin zurückgerannt zu dem... Ach komm. Was ist das denn für ein Dreck? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach hier. Warum sind diese Dinger hier, wenn ich da gar nicht lang muss? Wir haben sowas von verkackt. Komm. Erledigt. Weiter mit dem nächsten. Das ist erledigt. Weiter zum nächsten. Gute Arbeit. Jetzt nicht schlapp machen. Das war erbärmlich. Und wir verloren. Okay. Okay, wir haben aber auch schon ein Problem gehabt, weil wir wurden ja am Anfang die ganze Zeit hier aufgehalten, weil ja hier dauerhaft eine Markierung war. Oh, jetzt muss ich schon wieder dahin? Das ist echt nervig, ne? Er scheint es auch nicht zu schaffen. Ich habe das tatsächlich First Try Bit geschafft im anderen Video. Sie wissen ja, wie es läuft, das ist jetzt ein bisschen traurig. Okay, diesmal wissen wir ja, dass wir den nicht weiter müssen. Ich bleib hier stehen, bis die Zeit eingeblendet wird. Okay, wir haben 2 Minuten, komm, das schaffen wir. Ich glaube, wir waren ja jetzt vorhin auch schon ganz gut dran. Okay, nice. Okay. Ist eigentlich absolut kein Problem, aber manchmal ist es ein bisschen verwirrend gemacht manchmal. Denkt man, man muss da hoch, dann muss man da gar nicht hoch. Und dann denkt man so, ja, da ist immer noch die Markierung. Was soll der Käse? Und dann sind da andere Soldaten, auf die man warten muss. Eigentlich kann man hier doch einfach runterspringen, oder? Also jetzt mal so gefragt, also man kann ja einfach runterspringen. Damit haben Sie kurzen Prozess gemacht. Die Zeit läuft uns davon. Okay. Los, Bewegung. Ich glaube, diesmal können wir es schaffen. Komm. Das wäre jetzt echt gemein, wenn man einen Schalter irgendwie gar nicht sieht, dass man einfach total verkackt hat. Oh, wir haben gewonnen! Yay! Nur noch 2 Aufgaben. Schwingen Sie die Hufe und setzen Sie sich in Bewegung. Nice. Okay. Ich bin froh, wenn wir die Patriotismus-Mission jetzt nicht unbedingt... Okay, wir machen eine Whatever. Okay. Immerhin, wir bekommen eine Cola geschenkt vom Militär. Das ist doch schon mal ein Anfang. Bowlingkugel sollte ich eigentlich mitnehmen, die ist bestimmt aus Blei. Die Fähigkeit, einen Kommunisten aufzuspüren, könnte für Sie und Ihre Familie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Verhören Sie die 3 Personen und durchsuchen Sie Ihre Quartiere. Wenn Sie die Hinweise auf den Roten gefunden haben, kehren Sie zum Turm.
Juhu. Das sieht ja jetzt nicht so aus wie die geilste Bude, aber egal. Schauen wir mal, was dieser hier zu sagen hat. Tian Chun. Hier ist es ganz anders als in San Francisco. Die Winter sind ziemlich kalt. Das ist... Dieser Name wirkt irgendwie schon so, aber man soll ja nicht Ding sein, ja? Die hat immerhin gesagt, die kommt aus San Francisco und sie weiß, dass es dort wärm ist. Das ist schon mal was. Aha. Eines Tages werde ich ein eigenes Auto haben. Oder zwei. Mhm. Gibt es sonst noch was? Sir oder Ma'am? Ich liebe Amerika. Eindeutig unschuldig. Hier ist es ganz anders als in San Francisco. Okay, also, eindeutig unschuldig. Sie hat gesagt, sie liebt Amerika. Dann kann die Person nur unschuldig sein. Ich denke, das ist wieder einer dieser richtig lächerlichen Tests, wo man sofort merkt, wer der Kommunist ist und wer nicht. Okay. Sieht schick aus hier. Mein Lieblingsfeiertag? Na, das ist auf jeden Fall der 4. Juli. Der 4. Juli? Was, ich weiß nicht, was am 4. Juli ist. Ja, mein Papa ist in der Gewerkschaft. Warum fragen Sie? Mein Terminal leistet mir Gesellschaft, während Papa unter Tage ist. Ich brauchte ein neues Passwort, also habe ich die Initialen von jemandem genommen, den ich sehr bewundere. Kann ich jetzt gehen? Okay, ich weiß nicht, was am 4. Juli ist. Ich kann dazu jetzt eigentlich nichts sagen. Ich weiß es halt nicht. Was soll da sein? Durchsuche Jimmys Zimmer nach dem Terminal-Passwort. Ja, vom Gefühl her würde ich sagen, das ist automatisch der Kommunist, weil wir hier mehr machen müssen als beim anderen. Aber egal. 2. Mai. Liebes Tagebuch, heute haben wir in der Schule Franklin Delano Roosevelt durchgenommen. Oder FDR, wie ihn seine Kumpanen vermutlich nennen würden. Er hat so viel getan, um den Menschen dieses Landes zu helfen, als die Zeiten schlecht waren. Er hat versucht, den Alltag der Menschen mit Hilfe der Regierung zu verbessern. Was für ein cooler Typ. Wenn er heute noch am Leben wäre, würde ich ihn glatt um ein Autogramm bitten. Oder vielleicht, dass er unserem Baseballteam beitritt. Und damit haben wir das Passwort. Oh, okay. Okay. Mr. Brown hat heute bei einem Chemie-Experiment in der Schule ein komisches, silbriges Stein angezündet. Der hat sich direkt durch Chian Chuns Tisch gebrannt. Wie geil. Ich mag Chian Chun nicht, wegen seinem Namen. Mann, das war echt cool. Später gab es einen Test, bei dem ich nicht so gut abgeschnitten habe, weil mein Magen so sehr geknurrte. Ich wünschte, wir könnten frühstücken, so wie das andere Familien machen, aber Papa meinte, wir hätten nicht genug Geld. Nach dem Unterricht wollte Mr. Brown, dass ich noch bleibe. Er hat mich gefragt, ob ich was gegessen hätte. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er gab mir was von seinem Sandwich ab. Er meinte, Leute wie wir... Die Arbeiterklasse müssten aufeinander aufpassen. Morgen soll ich nach dem Unterricht nochmal zu Ihnen kommen. Dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Sehr verdächtig. Ich habe im Wald was zum Essen gesucht, bevor Papa nach Hause kam, als ich diese große Kreatur sah. Sie war ganz bleich und hatte total viele Muskeln und keinen Kopf. Oh, das könnte das Monster von Grafton sein. Das hatte keinen Kopf, soviel ich weiß. Und... hat ein bisschen zu viel gepumpt. Egal, ich habe sie Morten genannt. Aber sie wollte nicht kommen, als ich sie gerufen habe. Sie lief einfach weg. Ich rannte hinterher, aber sie war schneller. Wo findet Morten wohl so viel Essen, um so groß zu werden? Der hat schon haarlos, ey. Hat er wahrscheinlich das Maddox und Chian Chun geklaut. Jetzt weiß er nicht mehr, was er sieht. Okay, das war anscheinend der Kommunist, alles klar. Papa hat die letzten paar Tage wie verrückt gehustet. Aber sein Chef im Bergwerk sagt, dass er trotzdem arbeiten muss. Ich mache mir echt Sorgen um ihn. Mitchell sagt, sein Papa ist genauso. Und ich glaube, der andere Spieler ist da. Kann es sein? Ist der andere Spieler da? Egal, lest den Rest. Ich trommel heute meine Freunde zusammen, damit wir unsere Väter gemeinsam dazu bringen können, einen Tag freizunehmen und vielleicht sogar den Tag darauf und dann auch noch den da auch und dann werden wir dieses Bergwerk Boston zeigen und wir sind Kommunisten. Ende.
Oh, der andere Spieler ist nicht da. Okay, ich dachte bei wegen dem Licht und so. Ja, ja gut, den letzten müssen wir uns ja jetzt gar nicht mehr reinziehen. Ich will aber wissen, was der sagt. Meine Vorfahren sind auf der Mayflower hergekommen. Ich arbeite in einem Getränkeladen. Eine Lohnerhöhung wäre mal schön. Wo ist nur mein Tagebuch hin? Das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich liebe Amerika. Meine Vorfahren sind auf der Mayflower hergekommen. Also darin erkennt man's. Die beiden haben gesagt, sie lieben Amerika. Und der andere hat nur gesagt, kann ich jetzt gehen? Also daran erkennt man eindeutig Kommunisten. Also Leute, wenn Leute so reagieren und nicht sagen, sie lieben Amerika oder in unserem Fall vermutlich Deutschland, dann sind es eindeutig Kommunisten. Was denn sonst? Aber gut, ich habe meine Schwäche auskuriert. Patriotismus ist jetzt wohl nicht mehr meine Schwäche. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man Kommunisten entdeckt. Mann, bin ich gut. Der Wahnsinn. Ich bin gut und am Verdursten. So. Bei denen hier muss ich zugeben, dieser Kurs war ein echtes Problem mit den anderen Charakter, weil ich einfach keine Munition dafür hatte. Ich konnte ihn eigentlich nicht abschließen. Ich hatte ein echtes Problem. So, wir nehmen jetzt mal nicht so wertvolle Munition hierfür. Oh, ist das ein Aluminiumkanister? Okay. Hey, ich bin noch satt. Ich will hier noch looten. Ist eigentlich überhaupt nicht schwer, aber mit den anderen war das halt ein Problem mit der Munition auch. Ja, hätte vielleicht doch lieber die Sniper genommen. Ich weiß, ich bin super. So. Ja, ich glaube, die Cola, die ist schon ein bisschen länger da. Das Metall darunter hat einfach nachgelassen, wisst ihr? Aber wenn wir jetzt schon mal eine Cola bekommen, dann trinken wir erstmal ein Bier, denn wir sind jetzt beim Militär und da muss man saufen wie ein Blöder. Eindeutig. Wein, 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 Psycho Buff und Cola trinken wir noch. So. Übrigens, falls ihr jemals hier seid und ein Spieler greift euch an oder so, keine Ahnung, dann geht einfach zu neben die Gutsies hin und die killen den dann einfach. Das ist ziemlich geil. Wie gesagt, ich habe ja hier ein Gefecht mit einem anderen Spieler gehabt. Beim ersten Gefecht waren keine Gutsies da, das war da beim Kommunisten-Entdecken-Ding. Aber beim zweiten Mal waren sie da und das war lustig. Aber ich weiß nicht, ob es aus meinem Kill gezählt hat. Ich glaube, ich habe dafür kein Geld bekommen. Weil ich habe draufgeballert. Mich hat es gewundert, also ich hatte zuerst Angst, dass die Gutsies dann auch auf mich schießen. Aber haben sie nicht. Diese Gutsie-Dinger sind übrigens keine leichten Gegner. Also mit meiner Kaliber 50 haben die auch schon ein paar Schüsse ausgehalten. Also ganz so schwach sind die nicht. Egal, ob sie niederstufig sind. Achtung! Alle Kadetten, die den Trainingsparcours für das Einsatzschießen absolvieren möchten, sollten ihre bevorzugte Schusswaffe anlegen und sich danach zum Trainingsgelände begeben. Das wäre alles. Na komm, wir nehmen die. Müsste vielleicht ein Visier drauf basteln, weil man sieht halt echt nicht viel damit. Ich weiß noch nicht. Es gibt halt wieder zusätzliches Gewicht. Das größte Problem in dem Spiel ist halt echt Gewicht. Das ist der einzige Survival-Aspekt, der wirklich heraussticht. Ganz am Anfang, wenn man hier reinkommt, ist das eine Bedrohung. Also mit den anderen Charakteren habe ich echt Probleme gehabt, schon wegen dem Munitionsmangel.
Ich muss ja teilweise in den Nahkampf gehen. Das Ding ist, da kommt jetzt nur gleich ein Boss. Und das ist echt gemein, weil der absichtlich stärker ist, als er sein sollte. Der ist einfach mal Level 20. Du kommst dann mit deinem Level 7 oder was du bist hierher und musst gegen Level 20er kämpfen. Und der schießt auch noch extrem schnell. Jetzt passt mal auf. Oh. Ja, sieht aus, als hätte der letzte Kadett versagt. So, ihr gebt mir auf den Keks. Ich nehme jetzt eine meiner Lieblingswaffen. Und da war Munition. Ich hab's gesehen. Ich habe ein Auge dafür. Ich weiß nicht, wo Pfeffer wächst. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Gibt's eine Pfefferpflanze oder wo wächst Pfeffer? Keine Ahnung. Ich muss schon sagen, oh, verschossen. Es ist die geilste Waffe im Spiel. Das Nachladen ist nur nervig. Selbst wenn nur ein einziger Schuss fehlt, du musst einfach trotzdem die 5 Patronen reindrücken. Nein, das war Stahl, das wollte ich gar nicht. Okay, Blei nehme ich mit. Stahl kann man gestohlen bleiben. Was haben wir hier? Okay, ich weiß nicht, was in der Platte drin ist. Nehme ich einfach mal mit. Ah, okay, ich dachte schon. Da wäre ja der Level 20er gar nicht gekommen. Und der ist einfach nur gemein. Also Leute, merkt es euch. Dieser Level 20er ist einfach nur nervig. Der rennt einen hinterher, ist schnell und hat ein Sturmgewehr. Ja, habe ich gemerkt das letzte Mal. Vielleicht versuche ich was einzublenden, wenn die Szenen einigermaßen anschaubar sind und nicht verkrisselt. Dann werde ich es vielleicht nochmal einblenden, aber ich glaube, die sind auch komplett verkrisselt. Da ist er ja. Er hat eine andere Waffe als letztes Mal. Ich dachte, er hätte letztes Mal ein Sturmgewehr gehabt. Aber egal. Er schießt auf jeden Fall ein bisschen schneller, als ich es gewohnt bin. Und er ist halt Level 20. Das macht ein Level 7er schon gut Schaden. Und er hält ganz schön was aus. Ich meine, ich schieß gerade mit dem Unterhebelgewehr, das alles gewonshottet hat. Und ich bin auch noch ein höheres Level als er. Obwohl, wie dumm bin ich denn eigentlich? Warum habe ich ihn auf seinen Kern geschossen? Ich habe ja gelernt, dass man die Viecher ja gar nicht so tötet am besten. Man schießt am besten unten auf ihr, auf ihren Antrieb oder auf ihre Arme. Sick shit, Leute. Wir haben bestanden. Wir sind jetzt in der US Army. Glaube ich zumindest. Oder in der Appalachia Army oder whatever. Wo muss ich überhaupt hin? Warum sind wir überlastet? Haben wir irgendwas Besonderes gerade eingesammelt? Habe ich irgendwas übersehen? Wisst ihr, was auch noch ganz spannend für das Spiel wäre? Dass man sich gar nicht gegenseitig töten müsste, sondern dass man auch sagen kann, komm, wir machen jetzt ein Duell. Ich setze jetzt, keine Ahnung, 50 Kronkorken, dass ich gewinne. Das wäre auch ganz cool, dann müsste man sich gar nicht töten, sondern sagen, so, ich hätte jetzt gern ein Duell. Weil so oder so, ist es wurscht, ob du jemand angreifst. Der andere Spieler kann immer noch sagen, pff, juckt mich nicht. Ganz einfach, weil er sein Loot nicht verlieren will oder so. Und nicht unbedingt sterben will. Verständlich, ich bin auch so einer, der nicht unbedingt sterben will. Wenn ich es verhindern kann, dann verhindere ich es. Auch wenn das dann komisch ist, weil ich verteidige mich jedes Mal, obwohl es nicht so wirklich nötig ist. Ich meine, die anderen Spieler können so gut wie gar nichts machen. Du kannst dich auch einfach ausloggen, wieder einloggen und dann weiter questen. Alles. Oh, Aufseher Logbuch McClinton. Okay, Moment. Aufseher Logbuch, Camp McClintock. Vielleicht drehe ich langsam durch. Aber es war schön, die Uniform anzuziehen und mit ein paar Roboterausbildern so zu tun, als ob. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Dinge über das Schießen gelernt. Yay. Jetzt, da ich in der Army bin, lautet da mein offizieller Titel Aufseherin Private oder Private Aufseherin. Mal sehen, ob ich ein paar Automaten.
automatische Identifikationssysteme täuschen kann. Ist das jetzt unsere Aufseherin gewesen oder eine andere? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Ich hab voll, bis vor lang